Hallo Leute, Jump hier, willkommen zurück zu Schrottschanze Teil 2, dem High-End-Quality-Game aus dem Hause Novo Netzno, irgendwo in, weiß ich nicht, tiefsten Sibirien oder so. Wie gesagt, ich habe noch gar nichts gesagt gerade. So, also folgendermaßen, ich habe schon eigentlich zwei Folgen aufgenommen gehabt, aber die sind beide Male ist das Spiel abgestürzt. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wo wir sind. Weil ich habe das Spiel jetzt auch über eine Woche nicht mehr angepackt. Also heute haben wir den 4. und zuletzt habe ich es angepackt am 27. letzten Monat. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wo wir stehen geblieben sind. Ich versuche hier einfach nur rauszukommen, ehrlich gesagt. Wir sind immer noch auf der Flucht. Die Türen gehen automatisch auf. Ja, das war das. Ach, am See. Hier war das auch abgestürzt. Genau, hier waren zwei Wachen. Die habe ich weggehauen. Irgendwie müssen wir hier durchkommen. Dann gehe ich nochmal zurück. Müssen wir doch hier irgendwo weiter. Stimmt, den habe ich umgenietet. Oh, die Leichen bleiben liegen. Ist das brutal, das Spiel. Den Helm könnte man aufnehmen, aber wir haben immer noch diesen Cheat an. Weil ich keinen Bock habe, mich nochmal durch diesen ganzen Kack hier zu wirren. Und außerdem, das lohnt sich überhaupt nicht. Weil das Spiel ist auch einfach ohne Cheat. Mehr oder weniger. Ja, wie gesagt, ist halt blöd, wenn Wachen von hinten kommen und euch einfach mit einem Schuss dann niederstrecken, aber ey, das lohnt sich auch gar nicht, dieses Ding zu kaufen hier, ne? Irgendwas, ich weiß auch echt nicht, wo ich bin. Ich will eigentlich nur noch raus, eigentlich will ich das Spiel abschließen, weil es so scheiße ist. Das ist echt mit das Schlechteste, was ich je spielen musste oder gespielt habe. Man kann zur Seite gehen, tatsächlich. Komischerweise können wir die Kisten nicht zerschießen, aber wir können sie zertreten, weil wir wissen ja jeder, ein Tritt ist tödlicher als eine Kugel. Wir wissen ja alle, wir wissen ja jeder. Zieh die an, der steht einfach drum rum. So, da fragt man sich, wo kommt der jetzt her? Wo kommt der jetzt her? Einfach nur dumm eingefügt hier. Damit überhaupt irgendwie ein bisschen was zu tun ist hier wahrscheinlich. Vielleicht habe ich irgendeinen Schalter übersehen oder so. Gott, was für ein Drecksgame. Ja, die Maus rastet immer noch aus hier, obwohl ich schon unheimlich niedrig gestellt habe, also auf Maussensibilität. Wer bist du? Das ist auch weg. Ups. Bleiben. Ja, willst du mich verarschen? Oh. Stehen bleiben. Nichts bewegen, du, ja? Oh, Jesus, ey. Was für ein Spiel. Das Problem ist ja auch, dass diese... Was für eine Scheiße. Wo kommen die alle her? Die kommen einfach aus dem Nichts. Das ist total beknackt, das Spiel. Wie gesagt, und die Leichen sind ja auch kein Indikator, um zu wissen, ob man hier schon war oder nicht. So, ich gehe mal kurz hier runter. Na? Sorge ist nicht, dich zu machen! Nee, alle nur die Schmeißer hier, oder? So, hier ist wieder so ein komisches Rad. Wie war denn das? E, oder? Nehmen wir das Nachladen. So, jetzt haben wir irgendwas gedreht hier. Aber ich weiß nicht, was sich wo, wie geöffnet hat. Die Tür geht schon mal nicht auf. Vielleicht habe ich auch gerade wieder was geschlossen. Ich weiß das ja nicht. Jetzt sind wir wieder draußen. Und genau hier war ich schon mal. Pass auf, den lasse ich da liegen. Gott, was für eine Kacke. Ich weiß es nicht. Nee, hier, da ging es ja nicht weiter. Gott, waren echt Einschusslöcher. Boah, ist auch ey. So, ich höre die Dornier flattern.
Kisten. Das Ding ist auch zu. Wo ging hier jetzt was auf? Ich habe keine Ahnung. Oh mein Gott, ist das scheiße. Hier gibt es auch keine Karte, so wie ich das mitbekommen habe. So, pass auf, ich gehe jetzt einfach hier wieder durch. Aber letzten Endes lande ich auch nur wieder auf der anderen Seite von diesem Gebäude. Meine Wurfschanze! Also, das kann man doch keinem antun, echt. So, ich gehe jetzt wieder raus hier. Links oder rechts gehe, ist egal. Still bleiben oder ich schieße! Oh. Mit mal so, als könnte ich sterben. Ich denke bestimmt auch noch einer. Es kommen hier oben noch welche. Ist das bescheuert, Alter. Denkt sich so eine Gülle aus. Im Ernst. Nimmt der nichts auf hier oder was? Oder haben die keine Waffen? Was hier mit? Wir gucken mal kurz hier um die Ecke. Auch nix. Wir haben erstmal Stalin-Statuen, die alle abgehoben worden. So, genau. Stehen bleiben! Jetzt wird gleich hinter uns bestimmt einer kommen. Weil das ist auch so. Ja, wie du gesagt, auch gerade in dieser Maus ist das nicht beschissen. Das ist eine Grafik, du. Kennt noch jemand das Spiel Red Faction? Das hat eine bessere Grafik und das ist 5 Jahre vorher erschienen. So, rutscht der Helm hier, das ist eine Schildkröte drunter oder was? Ja, auch so, ey. Ey, was die also auch für MG-Treffer aushalten. Deswegen, wie gesagt, das ist auch einer der Gründe, warum ich überhaupt cheate. Weil das Spiel ist so hohl. Die treffen auch nicht. Der steht vor mir, aber schießt auf den Boden. Was ist das für ein Müll? Wie viel hält der eigentlich aus hier? Ey, komm, hör doch auf, doch. Wer so einen Rotz programmiert hat, der sollte bestraft werden. Das ist ja gegen Menschenrechte hier, echt. Boah, nee. Ich glaube, jetzt sind wir so ziemlich am Anfang, wo ich ursprünglich mal hergekommen bin. Mit rechten Sinne war das auch so. Oh, hey, wir sind im Bunker. Und hier summt's wieder ordentlich, wo immer hier. Aha. Jetzt weiß ich auch nicht, ob ich hier weiterkomme oder ob jetzt hier irgendwas stehen. Oder ob ich einfach in der Episode zurückgegangen bin oder so. Boah, was für ein Scheißdreck, ey. Wie die Kiste da rumflattert. So ein Blödsinn. Ey, so ein Schrott hier, echt. Ich werde den direkt mal kurz abspeichern. Ich mal hier. Also man muss ungefähr 1000 Mal Escape drücken, bis man hier. Spiel speichern. Aber bin ich nicht von hier gestartet? Und gerade. Ich merke mir das alles. Sieht ja auch alles gleich aus. Ja, hier sind Kisten, die könnte ich kaputt machen, aber den Quatsch spare ich mir. So ein Hohler direkt hier. Oberst! Leg! Ja, wir gehen wieder zum Anfang zurück. Hier kommt doch wieder diese beknackte Leiter, wo ich am Anfang hochgelatscht bin. Ey, hört doch auf, was für ein Müllspiel. Ey, ich hab gar keinen Bock mehr, das Ding weiterzuspielen. Alter. Selten so ein Scheiß gesehen. Obwohl, hier sieht schon ein bisschen anders aus jetzt, oder? Ist hier noch einer? Scheiße. Was witzig ist, es sieht aus, als wären wir hier schon gewesen und jetzt kommen wir raus und es sieht ganz anders aus. Aber offensichtlich kommen wir hier tatsächlich weiter. Ich glaube, die haben das Game Design einfach so. Das Game Design einfach so gemacht, dass man, wenn man theoretisch zurückgeht und man bestimmte Sachen schon erreicht hat, dass man
dass das dann halt einfach anders dargestellt wird. Dann können wir, oh, ich gehe mal zurück zum Anfang. Oh, der Anfang ist ja gar nicht mehr da, weil es hat sich ja schon alles verändert. Wir haben ja die Episode schon geschafft. Unterstützung anfordern! Was mit diesem Kanister? Können wir ihn aufheben? Aha! Ich verblute. Okay, ein einzelner Benzinkanister hat jetzt ein ganzes Haus weggefetzt hier. Was ist das denn? Was ist das denn für ein Essen? Das sieht ja auch so wie italienisch hier, Cannelloni oder Lasagne. Und die Türen hier öffnen, sollen das überhaupt Türen darstellen? Guck mal, hier gibt's einfach keine Türen. Wozu gibt's dann diesen Türrahmen hier? Wird das hier auch keine Tür sein? Nö. Zack. Und der Stuhl schiebt sich einfach von selbst hier hin und her. Ja. In den Schrank gucken hier. Bleib! Wohin gehst du? Zu mir! Schnell! Wo kommen die jetzt her? Einfach so aus dem Nichts. Ich meine, guckt euch den Dreck doch mal an. Ich habe sogar vergessen, welche scheiß Firma das jetzt hier programmiert hatte, aber ich hoffe, die machen nie wieder Spiele. Hier gibt es übrigens auch einen zweiten Teil von, der ist grafisch etwas besser, aber scheint, hat auch irgendwie eine miese Wertung bekommen. Was ist das denn für ein fettes... Ey, haben die den Hund... Die haben ihren eigenen Hund erschossen. Die töten ihren eigenen Schäferhund hier. Haben die Blondie kaputt gemacht. Ja, die Grafik erinnert mich so... an Heretic. An den zweiten Teil von Heretic. Und der war von 1998. Das ist auch so Pseudo 3D-Grafik irgendwie. Ich hab keine Ahnung. Atmosphäre. Was brennt denn da? Ach ja, stimmt ja, ich habe einen Benzinkanister in die Luft gejagt. Und daraufhin ist ja hier halber Wolfstand geflogen. So, wir gehen jetzt mal einfach hier rein. Vorsichtig mit der Maus, ne? Hände hoch! Muss hier wohl auch weitergehen. Die kann man gar nicht killen. Na, jetzt müssen wir mal zu ihm latschen. Was habe ich gerade gehört? Geh entlang, mein Sohn. Schnell, ich habe keine Zeit. Hier ist ein sicherer Weg. In Gottes Haus gibt es keinen Mord und keine Grausamkeit. Ach nee. Mit erhobenen Händen. Killen die den jetzt, oder? Greif ihn an! Oh. Ja, technisch sollten wir hier wohl sterben. Das dachte ich mir nämlich. Ich habe so gar nicht gedacht, dass ich hier eigentlich jetzt durchkomme. Lebendig jedenfalls. Oh, ihr seht unheimlich viel Waffenauswahl. Also alle Waffen des Zweiten Weltkriegs sind hier vertreten und auch alle Waffen der Wehrmacht. So, hier ist auch eine Wumme. Oh! Ist das geile Grafik. Aha. Ist da einer? Nee. So, okay, dann müssen wir wohl hier weiter. Achso, ich muss mit dem mitlatschen. Sag mal was. Sieht er das aus? Bist du, Klaus. Gott sei Dank bist du in Ordnung. Ich habe für dich eine sehr schlechte Neuigkeit. Dein Plan ist nicht gelungen. Der Führer lebt. Er ist nur leicht verletzt. Und noch am gleichen Tag hat er sich mit Mussolini getroffen. In den Reihen des Stabs gibt es eine Säuberungsaktion. Alle werden erschossen, die des Verrates verdächtigt werden.
Dein Adjutant, so wie viele andere Offiziere, haben das mit dem Leben bezahlt. Ich habe aber auch gehört, dass einer deiner Freunde, General Olbricht, in einer polnischen Garnison gefangen wurde. Das ist ein verrückter Plan, aber vielleicht gelingt er. Die Garnison wird zurzeit schlecht bewacht. Du musst dich aber beeilen, wenn du deinen Freund lebendig antreffen willst. Lebendig. Seine Stunden auf dieser Welt sind gezählt. Gut, Leute, hier machen wir erstmal eine kurze Pause. Jetzt wurde es irgendwie unheimlich spannend. Jetzt wird jetzt ein Cliffhanger hier. Ne? Also, dann bis zur nächsten Folge von diesem super tollen Spiel. Ich werde es auf jeden Fall dreimal noch kaufen. Ja, wird er wissen. Also, bis dann.